Hallo, meine in die Luft sprengenden Questfreudigen und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschigen Grünchen hier bei 7 Days to Die. Ihr letzte Aufnahme liegt jetzt gerade mal so ein bisschen weiter zurück. Hat schon eine Weile zwischen den wieder ist eine Menge Zeit vergangen. 4 Tage, 5 Tage waren das jetzt gewesen von der letzten Aufnahme. Aber ich habe nicht ganz vergessen, wir wollten noch erstmal gucken, Essen haben wir noch da, gut, Essen, Trinken ist noch drin, da geht es uns gut. Wir wollten noch eine Mission weitermachen, also wir hatten gesagt, wir wollen heute den Tag noch mit Missionen ausnutzen, um uns noch ein bisschen voranzubringen. Wir dann am nächsten Tag, also sprich heute noch wäre das, morgen ist ja dann Freitag, genau, die Folge ist in der Freitagsfolge, heute ist Donnerstag, wo ich gerade die Folge aufnehme, und am Samstag wollten wir uns um, genau, die Hordefalle kümmern. So, oder erstmal ein Unterschlupf für eine Hordefalle. Darf ich mal dein Inventar wollte ich nicht sehen. Ja, ihr auch natürlich alle, ne? Ich wünsche euch alle einen wunderfantastischen Tag. Nordosten. Macmillan Residence hatten wir ja schon, ne? The Brown Residence. Okay, warte mal, oder abholen. Eine Crypt. Stromzufuhr ist jetzt nicht so meins. The Nairn Residence, die machen wir mal. 1,2 Kilometer, aber ich weiß nicht, ob wir das heute mehrere schaffen oder nur eine. Weil es ist ja schon 12 Uhr mittags. So, von mittags heißt, die Zeit geht voran. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ach, du Heilige. Wie jetzt? Dort? Okay. Wir haben also eine Mission wieder. Nein, stopp, nein, nein. Ich brauche jetzt gerade kein Flash. Noch ein bisschen Flair. Glaube ich, dort. Warte mal, eins könntest du eigentlich machen. Doch. Wir könnten mal hier kurz rinschnabbeln und dort rinquabbeln. Machen wir uns ein bisschen Wasser. Haben wir uns ein bisschen Dings rein. Und so, Moment mal kurz. Gleich wieder da. So, ne, dann machen wir das. Also, okay, dann haben wir unsere erste Mission im kalten Norden. Also, das ist unsere zweite Mission. Ach du Heilige, das ist ja eine 3,5-Mission da jetzt, wa? Okay, das ist ja eine... Puh, warte mal, wir können jetzt hier eigentlich den Weg nach dort wählen, ne? Wir fahren jetzt den Weg hier rauf. Den Weg rauf und dann kommen wir da auch wieder so ein bisschen rein. Und das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden dort, denn... Die dort sind ja nicht gerade ohne, soweit ich weiß. Die dort sind ja nicht so ohne. Na gut, dann können wir uns ja schon mal... Na, hier könnte man doch auch eigentlich ganz gut als Hordefalle erstmal nehmen. Ich glaube, der Turm war auch immer eine recht gute Position. Ja, könnte man da alle, dass sie sich ein bisschen alle zertreten? Nee, wobei... Nee, die Türme waren, glaube ich, nur ein Taui. Ich glaube, die Türme hatten immer nur ein Taui an Damage, was sie einkassieren... Bevor sie halt komplett sich durchzerstören. Wir müssen mal gucken, wo wir uns dann aufbauen, wo wir dann hingehen. Was sehen wir dann? Das sehen wir dann. Das machen wir alle ganz locker. Wir fahren jetzt erstmal nach hoch. Die Strecke sieht ja schon sehr fantastisch aus. Und gucken wir mal, was wir vielleicht auch nochmal die Möglichkeit haben, ein paar Dinger zu bekommen hier von unserer Mechanikerteil hier. Wir könnten ja hier auch nochmal einen Punkt reinsetzen. Nee, aber wobei, wollten wir jetzt eigentlich nicht machen, ne? Henker könnten wir nochmal reinballern. Henker wäre auch nochmal eine ganz gute Sache. Aber das Süße, was ich finde, dass sie wirklich mehr Hase und Co. gemacht haben. Guck mal, das ist ja auch eine gute Hordefallenbasis, so ein bisschen. Ich überlege halt gerade, ob wir die eine Brücke da nehmen, mit diesem riesen Canyon. Oder ob wir bei unseren zukünftigen, also... Was machst denn du schon hier? Das ist eine Straße, Mensch. Geh in die Wildnis. Wenn ich mal bei Seven vs. Wild oder so ein Ding mit, aber nicht hier, bitte. Meine Güte, hier ist Somboland. Du nicht gefressen wirst, naja, du frisst die wahrscheinlich, ja. Wir haben ja auch überlegt, man könnte ja bei unserer zukünftigen Basis, könnten wir auch sagen, dass wir dort und in diesem Stausee ist das, glaube ich, ne? Warte mal, kommen wir jetzt, ja doch, guck mal, wir müssen ja eigentlich, hey, warte mal, da kommen wir gar nicht so hin, wie ich es gedacht habe. Das ist bestimmt irgendwo so ein Kriecher wieder. Dass wir irgendwie sagen, bei diesem See, wo wir dann da unsere Basis dann aufbauen. Hier toben überall Bären und sonst was rum. Guck mal, da steht Kate dran.
Und nicht Bären. Berski. Berski. Alter, die weit hier. Ich muss sagen, ich liebe dieses Biom eigentlich so sehr, weil von der Sache, was du alles da mitbringen musst für das Ding, das ist der Wahnsinn. Ich finde es irgendwie sehr schön gemacht hier in der Neverskane Map, bin ich ganz ehrlich. Ach, guck mal, das ist ein Runterradeln. Liegt so ein bisschen tiefer hier liegen. Ja, hier sind aber so viele von denen auch noch unterwegs. Das Haus kenne ich auch noch. Das ist auch ein ganz cooles Gebäude. Ach Mann, hier sind so viele von den Waldmännern. Und das ist noch eine und noch eine. Bevor ich überhaupt wieder in die Quest reinkomme, deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen. Bevor wir überhaupt in die Quest reinkommen, muss ich mich ja erstmal von 500.000 Holzfällern entledigen. Das ist auch wieder so ein Ding, wo du dir sagst, na danke. Na danke. Stimmt, den Weber haben wir schon dran, aber. Das siehst du. Weißt du, kannst du machen, was du willst. So. What the hell? Alla die Waldfee. Alla die Waldfee. Guck dir das mal an! Das war eine Armada von denen. Au. Hilfe! Die sind so übel. Unsere Munition ist aber jetzt auch schon ein bisschen gefährlich gesetzt dadurch. Weiter solltest du dich erstmal wieder regenerieren. So. Oh, Level 14. Oh, warte mal. Ganz ruhig, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, aber jetzt habe ich auf der Hinterseite habe ich schon wieder so eine blöde Wildkatze gesehen. Die meckern jetzt. Oh, du dann kommt mir zu. So, hier, bumm. Der trifft zwei, wa? Wusste ich ja gar nicht. Uah, sehr gut. Da wollte er mich fressen. Sag mal, jetzt hat er aber wieder verdammt viele Schläge gebraucht. Okay, jetzt wird's mies. Sag mal, holla. Okay. Ei, der Daus. Ist das ein Oschidingski gewesen? Oh. Ah, weißt du was? Was war das denn? Ist was runtergegangen? Trommelmagazin. Du kannst Trommelmagazine Mods für automatische Waffen. Das ist gut. Du Geschütztürme. Ei. Keiner da? Okay, das ist jetzt komisch. Ich hasse diese kleinen Dinger, die hasse ich ja wie die Pest. Ich habe hier wieder eine ganze Menge geweckt. Kommst du jetzt mal? Du müsstest doch irgendwo mal bei da sein, oder? Achso, du stehst da schon unten. Hey, komm ruhig rum, meine werte Dame. Kommen Sie rum, können Sie rausgucken. So. Ich mag den schon ein bisschen. Muss kurz mal lauschen. Ich muss sagen, mir gefällt der Schlagstock wirklich ungemein gut. Also das muss ich schon sagen. Aber warum ist denn das hier? Wie bist du denn hier runtergefallen? Was ist das überhaupt hier für so ein Hausaufbau und alles? Okay. Hä? Das ist ja Wahnsinn. So, der ist da unter, wa? Bam! Bam! Ja, wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht überrascht werden, natürlich, ne?
Guck mal, hier geht's weiter, habe ich gesehen. Und dann hast du hier aber so ein Ding, wo du runterfällst. Das sind Bücher. Bücher sind gut. Bücher sind wirklich gut. Hä, warte mal, ist jetzt wirklich hier niemand? Da ist geladen, da ist geladen, da ist geladen. Okay, ab. Okay. Guck mal, wenn du den da jetzt anhittest. Die kommen gleich hier hoch. Du kannst es ja halt auch alle triggern, ne? What the hell? Die nach vorne tigeln. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ach du Heilige. Wow. Dieses nach vorne tiggeln, wenn du die triffst und die so nach vorne zu dir rutschen, da kriegst du ja auch mal so. Ich freue mich schon, wenn wir wirklich uns das Ding dann aufbauen, wo wir das da uns machen wollten. Hühnchen, du gehörst jetzt aber nicht dazu, oder? Hier sitzt noch einer, oder? Oh. Das erinnert, weißt du, woran mich der Colt hier so ein bisschen erinnert, auch so, wenn man das so guckt, dann vorne hat er ja so komische Schrift da hier vor dem Trommelmagazin. Da erinnert mich so ein bisschen an den Colt von Sam und Dean bei Supernatural, so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von dem Colt von Sam und Dean. Na, wer von euch hat auch Supernatural geguckt? Bum, bum. Bum. Aber manchmal muss man sich doch ein bisschen einfacher machen. Manchmal muss man sich das auch ein bisschen einfacher machen. Das ist schon. Oh, guck mal da. Den machen wir mal zu und dann machen wir den. Okay, natürlich kommen die woanders her. Ja, ist klar. Hilfe! Hilfe! Der geht in die Luft. Das war so klar, dass der in die Luft geht. Das war so klar, dass der in die Luft geht. Was macht denn dein Kopf schon hier, Mann? Ich hab doch noch kaum irgendwas, um mir in diesen blöden Lawiner überhaupt nicht klar zu kommen. Na toll. Na toll. Oh oh. Oh 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 oh. So. Ja, ja, ich hab den schon gesehen. Da war ein gelber. Ja. Okay, die sind jetzt aber eher wieder normal, ne? Leute, besonders wenn du so nach einer Zeit so erst wieder spielst, ist das schon ein ganz schönes Haut drauf Ding hier. Da ist das ja nicht so lustig. Wenn du dir auch noch so einen Helm reinknallen, so einen Runner.
Dann macht das doppelt so wenig Spaß. Ach, das ist herrlich. Okay, wir haben jetzt nicht mehr viele. Da sind noch welche drin. Wie, da ist noch einer drin. Wird da aber nicht alle sein, oder? Ah, da bist du. Hier sind wir noch nicht. Doch, alles abgeschlossen. Shit. Dann war das da der Endraum war. Jetzt kommt mir aber hier gleich der Dicke durch. Okay, guck mal. Der ärgert sich jetzt wahrscheinlich. Boah, du Schwein. So. Lalalalalala. Okay, ey, aber wir haben es geschafft, meine Freunde. Wir haben das Ding durch. Wir haben es durch. War jetzt ein bisschen chaotisch alles, muss man ja mal sagen. Nee, hör doch mal so rum. Jetzt damit raus, wäre noch schlechter. Da haben wir uns schon mal unsere erste Prüfung hinter uns. Und zwar hier draußen mit dem Jensen. Und das ist... Das tut mir leid. Also wenn du mir jetzt hier schon so herumstehst, dann tut mir das leid, aber... Muss ich mitnehmen. Vielleicht so kostenlos. Ich habe sie nur erlöst. Sie wurde eigentlich schon gebissen. Und das ist eigentlich... Sie war schon am Ende ihres Lebens. Und ich habe sie jetzt gerade nur erlöst. So, selbstgebaute Waffe. Echt schon durch? Kein Keller oder sowas? Huh. Das ist verwunderlich. Ganz verwunderlich. Oh ja. Blei brauchen wir auch. Oh. Wenn du die schon kriegst, das sind auch Dinger, die du immer sammeln musst eigentlich. Aber diese Zweier, selbst die Zweier Stufenräume, muss ich sagen, die beinhalten so wenig. Guck mal, wie Chris. Wer will denn in so einem Raum leben, Mann? Das ist doch hier so ein Haus vom Menschenhändlerring, ey. Das kannst du mir doch gar nicht anders erklären, Mann. Wer lebt denn in so einem Haus? Das ist ja wirklich still, steril und keine Ahnung was. Und voller Zombies. Ah ja, okay, voller Zombies ist ja auch noch. Okay. Na, wir sortieren gleich dann wieder durch. Und dann fahren wir zurück schon. Dann haben wir die Mission nämlich auch schon hinter uns. Ging jetzt ja eigentlich flotter als flott. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Obwohl ich jetzt sagen muss, dass hier so wenig Loot herumliegt. Das ist cool. Das ist verwunderlich. Ist der echt der Endlootraum da hinten gewesen, ja? Okay. Hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gedacht. Gut, den einen hatten wir irgendwie scheinbar auch schon getriggert. Ja, wirklich. Hier ist der Endlootraum. Aber der ist ja wirklich mau. Nur die eine Kiste hier? Gut, oh, der Waldfee. Würde ich jetzt mit Messer spielen, das wäre ja nicht mal schlecht. Was hast denn du in dem Ding hier drin gehabt? Gar nichts, ne? Gut, dann könnte man das so machen. Dann hätten wir schon mal ein schickes Messerchen. Oh, dahinter ist eine Waffentasche. Schön. Das war cool versteckt. Robotikteile, genial. Da können wir uns bald auch so unsere ersten eigenen Robotlicks machen und so ein Shit. Selbstgebautes Gewehr Stufe 4 freigeschaltet. War wirklich so. Aber ist das jetzt wäre für mich so ein Haus, wo ich ganz ehrlich sage, ich würde mich in so einem Haus nicht so wohlfühlen. Ja, nicht so meins. Auch so war jetzt der Loot-Bereich. Finde ich wirklich mau. Also das ist jetzt wirklich so ein Loot-Ding, wo ich mir da sage, ganz ehrlich. Nee. Der war wirklich jetzt mau, der Lootraum. Also das ist ja hier alles so. Insgesamt war das jetzt ein sehr schwacher Lootraum. 15:30. Schaffen wir noch eine Mission? Da könnten wir... sehr schön. Einmal ein gutes Buch. Dingsbücher sind auch immer ganz gut. Oh ja, zweimal Tactical und einmal das. Oh, gut. Einmal voller Müll. Einmal voller Müll mit dem, das, jenes, Ananas... So, hier durchsuchen wir natürlich mal ein bisschen Eisen. Ein bisschen das. Ja, stimmt, da müssten wir. Ja, okay, nee, warte mal, machen wir anders. Mädel, ich weiß ja, dass du tough bist und sowas, aber erschreck mich doch nicht jedes Mal, ey. Springt die da einfach runter?
Ja, da wird schon was auf mich auffangen. Lass mich mal durch. Ich bin Arzt. So in der Art, so, weißt du? Holla, die Waldfee. Hat die mir einen Schrecken eingejagt. Wenn sich das Außengebäude rum, finde ich, sieht sehr gut aus. Vom Gartenaufbau eigentlich gar nicht schlecht. Aber das Innengebäude war jetzt nicht so meins. So, was haben wir denn jetzt hier? Da siehst du, wir haben die Glücksbrille gar nicht mehr genommen. Ja, okay, wir können das ja erstmal mitnehmen. Dann packen wir mal den auf jeden Fall rein. Das wollen wir öfters nutzen. Das Trinken ist ja schon drin, ne? Okay, warte mal. Wir gehen jetzt hier nach vorne schnell den kleinen Loot hier mal kurz abgucken. Hallöchen, Heißle. Wie gesagt, wenn wir die Möglichkeiten haben, dann machen wir das. Fleisch und so müssen wir leider mitnehmen erst. Wir müssen jetzt erstmal überleben. Irgendwann können wir vielleicht übergehen. Auch wenn es dann nicht die besten Bonis bringt. Aber vielleicht können wir es auch irgendwann übergehen, dass wir jetzt einfach nur an unseren Anbau machen. Ich glaube, eine Gemüsebrühe ist das Ding, was du am meisten hast, wo du Kohle halt, wo du ein bisschen was hast, was du am meisten bringt. Dann machen wir dann halt sowas. Weißt du, wie ich meine? Aber jetzt erstmal haben wir keine andere Wahl. Ich würde jetzt auch sagen, wir fahren da raus zurück und dann rechts herum. Hier hinten, glaube ich, gab es einen Weg nach draußen und den nutzen wir uns jetzt. Ziehen uns hier von zurück und geben die Quest einfach mal ab. Cool. Also ich freue mich schon, wenn wir dann wirklich hier hochziehen. Aber da würde ich auch gerne wirklich einen motorisierten Unterstand ein bisschen haben. Wobei, nee, so lange machen wir jetzt nicht. Hallo, Hallöchen, einen wunderschönen wünsche ich. Oh, hier hast du so Passing Gas, Police, genau, Poppenpilz. Das wird so cool werden, wenn wir hier uns oben so ein bisschen auslassen, dann auch die ganzen Sachen erkunden. Wir werden auch alle Gebäude hier oben mal machen, weil ich finde, das ist wiederum der spaßige Teil, muss ich sagen, jetzt mit der Neverscan Map. Ich finde das ganze System dadurch ein bisschen interessanter, weil alles ein bisschen kleiner ist, haben wir mehr Möglichkeiten zu entdecken. Da springt er da. Der sah gut aus. So, einmal raus. Also mir macht es auch Spaß, einfach von der Schwierigkeit her jetzt ja nochmal. Schwierigkeit macht jetzt auch nochmal Spaß. Das Letzte, was man nochmal machen könnte irgendwann, aber jetzt nicht danach gleich, sondern dann irgendwann nochmal die nächste Alpha vielleicht, 22 dann, wäre nochmal eine Möglichkeit mit einer fetten Keule zu spielen. Das wäre auch nochmal ein cooles Ding, so weißt du, mit so einer riesengroßen Keule, so warm, warm, warm. Oh, das sind brache Felder, war? Warte mal, war das hier, wo ich mir damals immer mein Dings gebaut hatte? Könnte sein. Ich glaube, hier habe ich damals immer mein Teil gebaut. Warte mal, ist das jetzt gut? Wenn wir da, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Sind wir eins drüber oder wir fahren jetzt hier querfeld ein? Das sind 1,3. Ne, wir fahren hier erstmal lang. War das hier? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Die Karte hat sich minimal noch ein bisschen verändert, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt auch die Neverscan Map danach nicht mehr angerückt und alles nicht mehr angefasst. So, guck mal, durch dieses Hin und Her, was wir jetzt auch machen, mit diesen Rumgefahren, hier mal lang, dort mal lang, sehen wir auch ein bisschen von der Karte was, bauen uns die Karte Stück für Stück auf. Ich finde das halt auch voll niedlich gemacht mit diesen ganzen Brücken hier. Was ich auch cool finden würde, wenn sie wirklich mal wie in San Francisco, diese Riesenbrücke. Das wäre auch mal was Cooles, wenn sie sowas irgendwie mal nacheifern würden, so in dem Game, dass du so eine Riesenbrücke hast. Da ist auch vielleicht 5er Gebäude halt, so weißt du, auf der Brücke und du musst dann da lang und so und pipapo und so. Das wäre bestimmt auch mal eine interessante Sache. Was haben wir hier? Ach so, das haben wir da, dann haben wir das da, dann haben wir das da. Was wir trinken brauchst du ja sowieso. Oh, warte mal. Sporttaschen, die bringen halt auch immer eine ganze Menge mit. Er hat Hitzewiderstand. Ein bisschen Kohle bringt sie. Mühkühlchen bringt's. Nee, mein Kleiner, heute nicht. Wir haben es jetzt 16, 22. Wir hatten noch eine, die in der Nähe war, ne? Wenn nicht, machen wir die, die in der Nähe ist. Aber wenn wir sie schon kannten, dann können wir halt nochmal schnell Rush machen. Dann laufen wir einfach nochmal irgendwie schnell durch. Dann hat sich das auch. Okay. Ich weiß, wir hätten jetzt den Dings looten können. Naja. Wayne, 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 Wayne. Morgen, wie gesagt, dann in der morgigen Folge, nach der Nacht dann, kümmern wir uns um erstmal eine Möglichkeit, wo wir uns so für die Horde-Nacht zurückziehen. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben, wo wir auch vier so mal ein bisschen Schaden verursachen können und so. Fragt mich nicht, warum ich manchmal absteige und manchmal nicht. Ich weiß es selber nicht.
Ich weiß es selber nicht. Mal mache ich es, mal habe ich keine Lust. Aber ich finde die Straßen und die Verwinkelungen und alles sehr cool. Aber ich glaube, das Neverscan wirkt mir wirklich so ein bisschen mehr vorortmäßig, so dörfermäßig ein bisschen. So großstadtmäßig wäre noch cool, so ein bisschen, weißt du? So genau, jetzt sind wir hier. Und dann könnte ich hier runter links und dann die nächste rechts, genau. Macht einfach. Es ist trotzdem, also Anfänge sind immer cool und ich freue mich jetzt. Wir haben jetzt dann auch so diese ganze Hard-Quest-Linerei hinter uns dann. Wir haben auch schon die Quest für die Nacht der Horde Nacht, die haben wir ja auch schon da. Und dann würde ich auch mehr, dass wir da mehr Bereichsbearbeitung machen. Aber Questen dürfen wir halt nicht vergessen, müssen wir machen. Weil wir da die meisten Experience herziehen. Und wir müssen ja leider auch vorankommen, deswegen. Weil wir werden dann so einen kleinen Mischmasch finden. Bisschen, wir werden dann so ein bisschen gucken, dass wir Basiseroberung, Aufbau, ein bisschen Hordefalle bauen und machen und so kategorisch so ein bisschen Questen halt. Das wollte ich so ein bisschen aufziehen. Und ich hatte überlegt, ob wir das gucken, ob wir das schön kriegen. Jeder Tag dann auch eine Folge. Das habe ich bei einem anderen YouTuber auch gesehen, der das so gemacht hat immer. Und fand ich eine interessante Idee. Nur, dass ich dich auf 120 Stunden lasse und mir einfach die Möglichkeit einräume, dass ich dann sage, okay, zwischen den Folgen mache ich mal eine kleine Farmaktion. Also ich will mich trotzdem nicht unter Stress bringen, das brauche ich nicht. Ich habe so viel Stress gerade derzeit nebenbei, auch allein mit dem Lehrgang und alles. Da brauche ich mir das nicht in dem Game geben, in dem Sinne, dass ich hetzen muss von der Zeit her. Schwierigkeit ist für mich zum Bleistift, jetzt, weil ich auf Irra spiele, ist es für mich nicht so, dass es mich anätzt oder so. Ich finde die Schwierigkeit halt genial, es macht halt Spaß. Das ist für mich eine Herausforderung, der mir eher Spaßfaktor bringt. Und aus diesem Grund ist es für mich wirklich rein, ja, wir gucken halt, ne. Wir gucken mal, wie wir das dann auch machen. Wenn nicht, mache ich auch wieder mehrere. Wenn ich aber jetzt sage zum Beispiel, okay, Leute, passt auf, wir machen mal jetzt Missions-Hattrick oder sowas, dann machen wir das einfach. Für mich ist es einfach so, dass wir auch die Möglichkeit haben, in einer Folge eine Vierer-Mission abzuschließen. Sowas halt. Das ist für mich sehr interessant und wichtig. So, warte mal, jetzt gib mal kurz den. Wollte ich noch irgendwas, was ich mitnehmen möchte? Eigentlich nicht, wa? Den kannst du reparieren. So. Na, dann kommt, gehen wir mal rein. Müllkletterratsch legen wir, also alles, was wir behalten, legen wir rein. Und wir sind jetzt bei 28 Minuten. Ich bin jetzt halt am Überlegen. Gut, bei euch ist es immer ein bisschen weniger, weil ich halt dann natürlich noch ein bisschen herausziehe. Ich ziehe noch ein bisschen raus. So. So, 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 so. Ja, die kannst du dir mal reinpfeifen. Das würde ich gerne behalten. Das bleibt sowieso hier. Das behalte ich, das behalte ich, das behalte ich. Das behalte ich. Ja gut, den kannst du jetzt auch mal behalten. Den behalten wir erstmal, weil ich nicht weiß, wie lange mein Dreiermesser noch funktioniert. Lalalala, Hallöchen und ein wunderschön. So, machen wir mal hier das so und... Here is your reward. I owe you one. Zweier Schraubenschlüssel gegen den Einser wäre schon ganz gut. Aber ich glaube, die Lederbeinschienen würden mir ein bisschen mehr bringen. Ja, wir nehmen die Lederbeinschienen. Darf ich mal dein Inventar sehen? Pass auf, du kriegst von mir dieses, jenes, welches, sowieso, das, 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 das. Hier, die können wir noch zerstören. Ne, die kann ich auch nicht verkaufen. So, warte mal. Ah, ich danke dir auch. Ja, immer gerne doch. So, guck mal, den kriegst du noch. Mittlere Rüstung ist schon gar nicht so verkehrt. So, das behalten wir, das behalten wir. Das hast du jetzt hier eigentlich nichts Besonderes, ne? Oder doch, warte mal, hier hattest du da noch was. Bücher. Am Tag 7 hast du nochmal was. Handle brauchen wir nicht. Bowhunt, das diesmal auch nicht. Das Farming lassen wir erstmal. Explosiv wurde noch ein bisschen was rein. Pfeffern ist jetzt aber auch nicht unbedingt. Ah, ist das mal nochmal? Nee, wir haben eigentlich Essen da. Ja, 9mm Munition. Schrot, 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 Schrot. 1700. Ist halt die Frage, machen wir das jetzt mal? Nee. Ja, kommen wir auch gleich. Pass mal auf, wir machen nochmal so MacMillan Resident. Die holen wir nochmal, dann machen wir das auch nochmal schnell. Dann haben wir das mit drin heute. Finde ich, das lohnt sich eigentlich ganz gut. So, ich zerstöre das mal und rein, hin, dazu.
Wir müssen jetzt auch ein bisschen runterschrauben, was Munitionsausgaben sind. Es ist zu viel teilweise, die wir da rausschmeißen. Insbesondere, guck mal, unsere Schrotflintenmunition. Nur weil wir es halt haben, sollten wir es nicht nutzen. Ist einfach so. So, jetzt ist das rechts und dann nach links und dann hoch. Genau. Die machen wir jetzt noch. Dann haben wir zwei Missionen wieder gemacht. Das reicht dann auch. Dann fahre ich mich in der Nacht rein. Vielleicht zwischen den Folgen bringe ich Material hin und her einfach, ne? Und dann haben wir das aber ein bisschen erledigt. Und dann ist das fertig und dann können wir in der nächsten Folge wirklich gucken, wo setzen wir uns hin, wo werden wir unsere Falle erstmal einrichten für die erste Horde nach. Das heißt nicht, dass da die Falle ist. Vielleicht sage ich auch einfach, passt auf, wir machen, suchen uns wieder einen Turm oder sowas. Oder ein Gebäude, wo du das halt so ein bisschen machen kannst, wo sie reinrennen und du ballerst von oben halt runter, obwohl das auch ein bisschen doof ist mit dem Ballern, weil munitionstechnisch sieht schlecht für uns aus. Ist wirklich schlecht. Ich glaube, in der letzten Male hatten wir wesentlich bessere Munitionsvorgaben gehabt. Und wir können halt auch keine, wir können jetzt auch gerade keine Kohle und Kur abbauen. Also ich bin überlegen, ob ich wirklich hier diesen Turm dann nehme und dann mir irgendwas da ausdenke oder sowas. Oder sie ein bisschen hochlaufen lasse oder irgendwie so oder irgendein mir ein kleines Ding dann aufbaue, wo die dann halt raufrennen. Und ich kann sie dann ein bisschen auch mit dem Knüppel dann bearbeiten, da, dass wir da auch ein bisschen was rausballern. Das sind halt so Überlegungen jetzt erstmal. Die erste ist immer, ja, wir sind jetzt auch nicht gerade schlecht unterwegs, ne? Wir sind schon Spielstadium 22. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ist ja nicht schlecht. Warte mal. Nee, doch, die hatten wir nicht. In der Staffel hatten wir sie noch nicht. Genau. In der kurz davorigen hatten wir den hier gehabt, den McMillian Residence. Ist aber jetzt schon wieder vom Kaliber her regulär eigentlich leichter als das, was war letzte Folge. Also jetzt das letzte Gebäude. Das war ja ein 3,5er Gebäude davor. Und hier hast du ja wirklich ein reines 2er Gebäude. Klar, der Loot wird auch wieder ein bisschen ausfallen, aber hey, shit happens drauf, ne? Den haben wir noch gar nicht gelootet. Na toll. Und ist jetzt auch nicht gerade Loot, den man sagt, hey, coole Sache. Boah, wir machen uns da in den Baumhaus gemütlich. Aber du hast wieder Hunger, sehe ich gerade. Das sollten wir auf jeden Fall gleich mal verköstigen. Also essen und... Na, trinken trotzdem schon, bin ich der Meinung. Weil trinken ist immer ganz wichtig. Von der Verdauung machst du ja da rein. Und das andere. Ja. Säubere Gebiet und hohle Vorräte. Ja. Oh. Hi. Ich hatte dich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr gut. So, Moment mal, gleich wieder da. So, dann haben wir zwei schon mal down. Was haben wir jetzt? Da rein, da hin, da vor. So, schon mal freimachen, dass da was ist. So, Hallöchen. Ja, ich weiß ja, dass hier was ist. Ist jetzt nur der eine, oder? Genau, ist nur der eine jetzt. So. Gut. Ich habe dann hier irgendwo ein Zombo-Bombo rumschlawenzeln sehen, ne? Aber okay, hier ist jetzt gerade keiner. Den mach mal weg. Das bringt mir gerade nichts. Aber wenn wir den wieder drüber laufen, das ist halt cool gemacht, dass du halt so wupp, aber... Okay. Ich dachte, dass da einer drin ist. Merkt aber schon, vom Schleichenumfang sind wir schon ein bisschen langsamer unterwegs. Ja, natürlich. Hey. Ja, mach mal auf. Mach mal Tür auf. Was der Hell? Fängt der an zu krauchen auf einmal? Sag mal, ihr seid aber auch ein paar Pappnelsen, wa? Bei einem blöden Gekrauche. Das ist krass. So, der ist aber geladen und der ist geladen. Der ist geladen, gut. Naja, wir müssen halt immer ein bisschen gucken. Ja, ich bin gar nicht durchgelaufen. Wir müssen halt nur gucken. Nee.
Wir müssen ja nur gucken, dass nicht wieder so ein Speed-Zombie kommt. So, der ist schon mal weg. Ja, sowas ist zum Beispiel. Sehr gut. Oh, guck mal, schon wieder ein Level up. Puh, gut, warte mal. Wann kann ich hier denn die nächste Stufe reinballern? 7. Das heißt, 2 Level noch. Hier können wir ab 5 wieder. Dann können wir auch mit 5 kannst du dann auch das wieder machen, ne? Und der eiserne Magen können wir dann auch nochmal ab 5 machen. Ja gut, das ist jetzt die Frage. Machen wir jetzt hier? Wir könnten jetzt auch hier in die Verfinder der Robotik reingehen. Fortgeschrittener Ingenieur, das, das, das. Nee, ich würde gerne jetzt die Standhaftigkeit ein Stück pushen. Den würde ich jetzt ein Stück pushen. Noch wieder als nächstes. Wie ich dich sehe, wie ich dich sehe. Ja, na klar, gibst du mir noch einen mit, du Kleiner. Die dürfen Popo hier. Sell. Wie ist das normal, ey? Stimmt, da fahren wir diesen Dings. Okay, ne, ist nicht mehr. Okay. Nee, der da war's. Okay. Südisch. So. Na okay, ist nur die eine. Ich dachte, es wären jetzt mehr. Ah, okay, da hinten ist der Rest. Ach du Heilige. Gut, das geht. Warte mal, 5, 5. Mach mal hier den hier, bitte. Na was, hier, da, da sollst du machen. So, wieder zu. Ich hab die darum. Wo rusht ihr denn alle rum? Hallo? So, die ist noch da drinne. Was macht der da? Kommt der jetzt hier durch? Das kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, dass der jetzt hier auf einmal drinnen gleich hockt. Nee, hä? Bleibt denn der Typo? Den habe ich verdient. Die habe ich jetzt verdient. Ach Mann. Weil ich die ganze Zeit wirklich gut gearbeitet habe und jetzt das. Aber gut. Habt ihr ja gesehen, wie schnell das diesmal ging? Das ging jetzt richtig gut schnell vonstatten. Jetzt machen wir aber gleich eins. Genau, wir setzen nämlich schon das auseinander, damit wir gleich schon mal einen besseren Loot drin haben. Was dann auch wesentlich besser dann ist. Hoffen wir mal. Besserer Loot ist immer gut. So, jetzt geben wir mal bei den hier. Boah, gib mir mal so ein Vehikelbuch. Ah, okay, gut. Ist auch gut. Ist auch ein gutes Buch. Kann man jetzt nicht meckern. So, aber ein Vehikelbuch wäre mir jetzt lieber gewesen. Ein Vehikelbuch wäre mir lieber gewesen. Guck mal da. Eine schöne Sporttasche. Ja, okay, das ist jetzt... Bringt das ganze Ding hier 13? Naja, gut, wenn ich das aufrepariere, ich habe ja Rohre ohne Ende, das geht ja gerade. Und siehst du, du hast schon wieder 3 reinbekommen. Also mit der Brille, da geht's ja schon. Wenn du die ein bisschen hast, dann kriegst du ja schon ein bisschen was zusammen.
Medizinische Vorräte verbessern. Eine Hütchenration, dann kannst du das auch nochmal reparieren. Das nimmst du mit. Ein Schrotflintendrosselmod, dann kannst du ja da auch nochmal verändern. Dann kannst du die hier mal reinpacken. Flump. Macht das Ding immer gleich mehr Schaden. Riffelwirt, dann kannst du das hier. Dann packst du da auf jeden Fall den damit rein. Siehst du, die Dinge, die du findest und gleich nutzen kannst, ist immer gut. Muss sagen, die Stäbe machen schon nicht wenig Bock. Diese selbstgebaute Qualität. Oh, ach, warte mal. Die ist da runtergefallen? Stimmt, wir sind von oben unten reingestiegen. Stimmt. 19.13 Uhr. Okay, wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit, meine Freunde, dass wir hier so lange herumtrödeln können. Wir müssen schon ein bisschen expliziter looten. Wir haben hier die Küche. So, pass auf, Küche schnell durch. Matsch. Sandwich, ein Herd mit ein bisschen was zu essen, weil die ja nicht schlecht jetzt ist. So, Säure ist gut. Ein Kochbuch haben wir da. Genau, Kochen haben wir nämlich auch noch diesmal nicht gemacht. Diesmal haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen mit den Kochbüchern. Dann geht's hier runter. Nee, runter wollen wir noch nicht. Ich will jetzt hier oben nochmal ganz schnell gucken. Haben wir hier noch irgendwas, was hier... Nee, ist nichts weiter. Gut, okay, runter. Geht so runter, 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 runter. Was hast du hier noch so Feines? Genau, da ist ein Loch. Was ist das? Oh, 9 Dukes. Meine Maus spinnt wieder. Hühnersuppe. Also gleich mal mampfen, mampfen. Was haben wir hier? Wenn wir alle mal schnell durch und dann raus. Oh, diese Schockstäbe sind wirklich eine gute Sache, wenn wir die alle mit reinbekommen. Ein Diplom. Ist heute nichts mehr wert. Also jetzt hier in der Zeit jetzt hier, ne? Dann war hier das noch. Mal ein Sandwich. Sag mal, kannst du hier nicht kurz mal da draufstehen? Leute, guckt, ob noch. Ja, da hinten ist noch eine Tasche. Ungefähr hier, ne? Da. Eine 5er Lederbrust. Nee, aber wir hatten was Besseres. Ich glaube, wir hatten was Besseres. Wir hatten dann. Guck mal, hier ist sie runtergefallen. Lol. Das hier drüber war der Endlootraum. Das finde ich ja cool. Stört er noch? Aber wir haben noch Zeit, noch eine Stunde, bevor wir das haben. Guck mal, wir kriegen so viele von diesen Stäben jetzt. Ja, reparieren wir den. Haben wir den. Was ist das hier? Genau, wir hatten die Militärweste. Die bringt uns mehr. Ne, ist eine Stofffeste. Stoffweste. Eine Stoffweste. Lala. Oh, warte mal. Nimm mal den, kannst du den? Ach ja, guck mal, dann machst du den. Du kriegst jetzt nur das Leder raus, nicht die Teile, aber ist jetzt halt so. Können wir das aber auch nochmal reparieren. Ach ja. Wozu brauche ich eigentlich die Knochen? Doch, die Knochen brauche ich. Oh, nochmal das rausbekommen. Sehr schön, sehr schön. Also ich fand, das war eine gute Lootrunde. Hat sich schon ein bisschen rentiert hier draus. Dann können wir jetzt noch einmal herumfahren. Nee, das können wir leider nicht mitnehmen. Können wir noch einmal kurz zum Briefkasten. Hallo? Immer noch kurz zum Briefkasten und dann fahren wir die Quest abgeben und dann machen wir Feierabend. Ist wieder ein bisschen Überlänge gewesen, aber ich wollte halt wirklich jetzt in der gestrigen Folge und in der heutigen Folge sozusagen jeweils 2 Quests. Das ist für mich ganz angenehm, weil wir dann da ein bisschen vorangekommen sind. Wir kriegen jetzt wieder Feuer. Ist der, ich spiele mal nicht mit dem Bogen und dann sowas. Ach Mann, ihr seid so eine ärgerliche. Genau. Dann haben wir jetzt die Mission erledigt. Dann mache ich jetzt in der Nacht noch ein paar Vorbereitungen und etc. Oder auch nicht, je nachdem. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Und dann am nächsten Tag geht es eigentlich nur auf zur Findung, welchen, wo wir uns halt hinbegeben, um die Zombie-Nacht zu machen. Ich weiß es wirklich noch nicht. In einem der Hauptorte müssten das eigentlich eine Möglichkeit geben, da uns erstmal einen Turm oder ähnliches zu machen. Das Problem, was ich aber jetzt eher sehe, ist, wir besitzen zu wenig Munition. Viel zu wenig Munition. Sprich, wir können uns da nicht durchballern. Also müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Überleg, ob wir vielleicht alles mit Spikey-Hikies durchballern, was die sich eigentlich die meiste Zeit selber kennen, was uns jetzt keinen großen Fortschritt erstmal bringt, aber erstmal eine Lösung ist. Und danach würde ich sagen, nach der Horde nach, dass wir uns dann doch langsam nach oben orientieren, um dort unsere Basis aufzuschlagen. Ja, ich würde wirklich schon gerne da oben diesen Tunnel mal frei machen, den dann wirklich cut zu... Alles rein, da kommt keiner rein, dass wir uns vielleicht auch so ein bisschen höher raufpacken, etc. pp.
Und dass wir uns da dann langsam halt eingewöhnen. Also der Tunnel wäre für mich so mal diese Möglichkeit. Das habe ich ja so noch nicht gehabt bisher. Auch so, so ein Bergding ist ja immer was ganz Cooles, so eine Bergfestung in dem Sinne. Also da hatte ich schon wirklich riesengroßen Bock drauf und das will ich mit euch auf jeden Fall durchziehen. Und wir müssen hier halt nichts selber machen, ne? Warte mal, ist hier irgendwas, genau. Was du dir hier einfach mal reinpacken kannst, ist das, das und das. Genau, warte mal. Und Essen kannst du dir eh immer reinpacken. Das haben wir jetzt zwar gefunden, aber brenn damit. So. Weißt du, du könntest mir jetzt eine 100er, 160 Schuss, 150 Schuss mal die 7er geben. Also hier von 150, darauf würde ich mich jetzt mal einlassen. Und dann kannst du ja mal reparieren, reparieren, reparieren und reparieren. So. Na, so, jetzt gibt mir mal wirklich eine gute Belohnung. Die Eisenspitzhacke wäre natürlich jetzt ultimativ. Ich könnte... Shit! Hast du irgendwas in der Richtung da? Wie, du hast kein Interesse? Sei mal nicht so. Ich wollte das wirklich arg verkaufen. Wenn ich für 3, 6, dann habe ich noch 5, 2. Aber ich könnte mir die Eisenspitzhacke jetzt schon holen. Könnte mir dann aber die Ich habe ja trotzdem 1500 wiederbekommen. Aber das Buchding bringt mir, genau. Da, Robotik, Plum, die nächsten Dinger. So, Southern Farming ist jetzt nicht so. Aber die Robotik-Dinger sind schon gar nicht schlecht. Siehste, Robotikhammer, Qualität 1. Den ersten, den wir bekommen haben. Goldrute und Chrysantheme ist jetzt was anderes, aber somit haben wir das und wir können mit dem jetzt, könnte ich noch ein bisschen dann abbauen und Coca-G machen. Den Clown haben wir jetzt auch freigeschaltet, passt perfekto. Das sollte ich mal mitnehmen, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn ich es mitnehme. Davon habe ich was am Fahrrad drin. Den nehme ich mal mit, warte mal, du kannst ja mal das so machen, was wir hier schon mal so haben, kannst du so nehmen. Was hast du hier drin? Alles, was ich mitnehmen kann, nimm mal mit, das habe ich im Fahrrad, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Sind Sachen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen gleich. So, hast du hier noch Flamp, Flamp. Flamp, Flamp. Wobei ich jetzt aber eher das drin lassen würde, das mitnehmen würde. Kaffeebohnen, Kürbis kannst du mal drinnen lassen. Nimm dir mal bitte... Das mal mit und das mal mit. Genau. So, ich kann ja gleich nochmal gucken. Aber für uns war es das dann heute. Wir haben es eigentlich gut geschafft. Wir haben zwei Missionen geschafft, sind hin und her gekommen und haben auch eine Menge erledigt. Ich würde es jetzt alles nur noch schnell zu uns nach Hause bringen. Vielleicht setze ich da nochmal was an, mache das nochmal so ein bisschen fertig und den Rest können wir ja dann zusammen in der nächsten Folge machen. Und dann haben wir eigentlich, wie gesagt, soweit vorbereitet. Nächste Folge gibt es dann das andere mit der Vorbereitung für die Horde-Falle. Für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt so was Feines. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch immer sehr freuen. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns ja dann in der nächsten Folge wieder. Und werden dorthin gehen, dann uns auch ein bisschen um die Horde-Falle kümmern. Und ein paar Vorbereitungen, da noch was suchen, da noch was machen. Eigentlich ist das hauptsächlich eine Suchquest, alles vorbereiten, dann mache ich zwischen der Horde-Folge und der anderen Folge dann noch das ganze Ding fertig. So ist der Plan, so wird es auch geschehen und ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!